Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Jo, ich habe überlegt, dass wir hier mal wieder ein neues Hauptfahrzeug bräuchten, weil hier sieht doch schon richtig mitgenommen aus. Und ja, was kann man daran ändern? Also reparieren möchte ich es jetzt auf keinen Fall, deswegen werden wir das jetzt zerlegen und erstmal ein neues Hauptfahrzeug bauen. Und dann hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wüsste ich gerne, was ihr sonst noch so für Spiele mögt, außer TerraTech. Schreibt doch mal einfach eure Top 5 in die Kommentare, damit ich euch ein eventuell angenehmeres Programm bieten könnte. Ja. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit dem Zerlegen. Du erstmal hier rein. So, du runter. Dann kommst du hier weg. Dann kommst du dahin und du. Und du. Und dann sind wir zerlegt. Sehr gut. Ja. Wo stehst denn du? Ach, da hinten. Nun gut. So, dann können wir gleich beginnen. Wenn diese Ruckelorgie hier mal aufgehört hat. So, dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Gehen einfach mal in den Baumodus. Und dann bauen wir uns mal ein neues Hauptfahrzeug. Und da ich auf Hawkeye-Blöcke stehe, würde ich mal sagen, wird das hier auch wieder aus Hawkeye-Blöcken bestehen. Nur halt ein bisschen anders. So, und wir müssen ein bisschen symmetrischer werden. Da hauen wir natürlich auch noch ein Cockpit drauf. Und gut ist. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal einen Unterbau. Wie rum wir da die Blöcke anordnen, ist ja eigentlich relativ egal. So, und der Fabrikator ist noch nicht draußen. Der ist noch nicht veröffentlicht worden. So, wo ich jetzt die Folge hier aufnehme. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Nun gut. Damit hätten wir schon mal einen halbwegs stabilen Untergrund. Gib mir erstmal ein paar Einserblöcke. Genau, hierhin, hierhin. So, so und so. Ich glaube, dann werden wir nach hinten nochmal einen Sticker. Nämlich hier. Jawohl. Nee, 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 die Zweierblöcke. Damit sparen wir ein bisschen Platz. Sehr gut. Dann werden wir vorne auch mal ein bisschen dicker. Übertreiben brauchen wir es dabei nicht. So, eins, zwei und drei. Yep, hier haben wir nur drei. Und dann werden wir draus. Hier noch mal einen dran. Und hier noch mal einen dran. Und dann brauche ich noch mal zwei. Gut. Wobei. Ja doch, mach. Wird dann ein bisschen merkwürdig aussehen, aber das passt schon. So, dann brauchen wir erstmal den Antrieb. Da hätte ich gerne doch wieder die Ketten, weil die haben ja immerhin ein Vermögen gekostet. So. Ah, ich hätte dich doch gerne ein bisschen weiter vorne. Genau so. Dich dann bitte ebenfalls. Gut. Hierhin und hierhin. So, dann fährst du mal hier runter. Und dann testen wir erstmal die Manövrierbarkeit. Ist zwar nicht besonders schnell, aber muss es ja auch nicht sein. Nun gut. Dann bräuchten wir natürlich noch eine Batterie. Das Blöde ist, von Hawkeye gibt es da keine. Hier. Geocorp Batterie. Dann nehmen wir einfach mal drei. Lassen die direkt mal aufladen. Mehr als drei Batterien wird das Teil nicht mehr erhalten. Aus dem einfachen Grund, weil das dann doch auch ein bisschen overpowered wäre. Vor allem bei der Bewaffnung, die da geplant ist. Nun gut, zurück zu den Hawkeye-Blöcken. So, machen wir wie immer dicht.
Vielleicht muss ich dann noch ein paar nachkaufen. Wir haben ein bisschen Kleingeld, weil ich ein paar Teile geschrottet habe. Das passt dann schon. Und anscheinend muss ich das Cockpit um eins nach vorne ziehen. Genau. So, so, so und so. Damit ist die Batterie relativ geschützt. Und unser Vehikel ist dann soweit, wie es aussieht. Nun gut, gib mir mal die Dreierteile hier. Eins, zwei, drei, vier. Dann wieder ein paar Zweierblöcke. Naja, die können wir auch so hinlegen. Das passt schon. Das Cockpit soll diesmal gar nicht sichtbar sein. Genau. Am liebsten würde ich es da noch irgendwie vergraben. Naja, machen wir es einfach mal. Dann kommt hier noch was hin. Hier drauf auch und hier drauf ebenfalls. Und dann machen wir oben auch noch dicht. Gut. Manövrierbarkeit ist noch mehr als in Ordnung. Oh, Repair Bubbles hätten wir irgendwo unterbringen müssen. Ja, das bekommen wir hin. Moment. Power Blocks Repair. Dann kommt mal eine hier hin. Die nächste dann bitte hier hin. Dann eine hier hin, damit wir unsere Hinterteil ein bisschen reparieren können. Schildblasen gibt es von Hawkeye leider keine. Was auch schade ist. Setzen wir noch eine hier hin und eine hier hin. Und damit wird alles repariert, was sich im Radius befindet. Gut, wird es Zeit für Waffen oder nochmal ein paar Akzente setzen? Ich würde mal sagen, wir platzieren erstmal ein paar Waffen. Moment. Eieieiei, da hat die Stimme versagt. Aber naja, halb so wild. Gut, Waffen. Die haben wir hier. Ich hätte doch gerne irgendwie zwei Geschütztürme diesmal. Oder kann ich die hier hinsetzen? Du bekommst gar mehrere. Was ja kein Nachteil sein muss. Aber ich habe ja nur zwei. Kaufen wir uns schleunigst mal eine dritte. Oder vierte oder fünfte Waffen. Ich sagte Waffen. Ja, ganz günstig sind die nicht. Aber passt schon. Nun gut. Gut. Wieder zurück ins Inventar. Ach ja, da war ja was. Das Teil ist einfach nicht symmetrisch. Moment. Da können wir doch bestimmt auch was machen. Nein, normale Blöcke, wenn ich bitten darf. Wo haben wir es denn? Genau andersrum. So. So ist gut. Und dich habe ich jetzt falsch rum drauf. Sehr schön. Muss ich gleich nochmal wenden. So. Und dich nur noch. Gut. Wo bist du denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Wunderbar.
Und dann kommen da oben auch nochmal so zwei Geschütze drauf. Nämlich hier und hier. Ja doch, kann sich schon mal sehen lassen. Dann hätte ich noch gerne zwei Miniguns. Eine hierhin und die andere dahin. Jetzt muss man noch überprüfen, ob das halbwegs passt von der Symmetrie. Sieht gut aus. Ja, wenn der Symmetrieteufel nicht immer drin wäre, dann würde man sich stellenweise deutlich einfacher tun. Wie das Bild hier flackert, ist ja unglaublich. Moment. Gehst du mal hier hin? Und du genau auf die andere Seite, genau umgekehrt. Genau so. Weil dann können wir hier dran unsere Railguns befestigen. Waffen sind hier. Eine dahin, die andere dorthin. Sehr gut. Nee, die Burstgun war es nicht. Die Shotgun war es. Und die Shotgun bringen wir natürlich noch eine zusätzliche Waffe an. Nee, du musst hier eins zurück, wie es aussieht. Geh mal bitte in den Baumodus. Jo, du musst zurück. Das ist so besser. So muss es definitiv sein. Burst Gun. Nein. Machine Gun. Komm, hat er noch die Machine Gun mit drauf. Und wunderbar. Damit steht auch die Bewaffnung. Oh, Moment, wir brauchen definitiv noch ein Radar. Wo bringe ich denn eins unter? Das sehen wir gleich. Ich weiß, dass es nicht mittig ist. Weißt du was? Da kommt eins hier hin und eins hier hin. Dann hätte ich gerne noch Zielerfassungsgerätschaften. Deswegen leuchten die Reparaturblasen jetzt relativ grün. Guck mal, da oben sind ein paar Gegner. Das wird der erste Härtetest. Und ja, ich weiß, wir haben keine Schilde. Das bedeutet, egal was wir jetzt angreifen, es muss direkt klappen. So, weg damit. Wir dürfen nicht zu viele Treffer einstecken. Oha, die bekämpfen sich da bereits. Oha. Oha. Das ist jetzt bei mir rausgeschossen, oder? Finde ich jetzt nicht so nett. Anscheinend können wir auf Schilde nicht verzichten. Das finde ich schade. Wo ist hier der nächste? Ach, da hinten. Nun gut, probieren wir nochmal einen Angriff. Und diesmal versuchen wir uns nicht von den Megatron-Kanonen treffen zu lassen. Fahr mal hier hoch. Wobei du hier hin und du hier hin. Ja, irgendwie einen zusätzlichen Antrieb wäre ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, den bringen wir direkt mal an. So. Flightblöcke. Fuelkanister. Damit, wenn es hier explodiert, auch so richtig zur Sache geht. Hierhin. Und hierhin. So, wo bringen wir die Triebwerke an? Hier eins. Und hier eins. Gut.
Guck mal, der hat da aufgeräumt. Nee, 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 nee. Mit Megaton-Kanonen können wir es leider nicht aufnehmen. Ohne Schilde. Ach, der ist erledigt. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Na, guck mal einer an. Das schießt mir ja die halbe Verkleidung vom Deck. Finde ich nicht so gut von dem. Wo hast du hingehört? Also, irgendwo fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Oder wurden jetzt die Blöcke aus Versehen dupliziert? Kann ja auch sein. Oder der hatte die einfach bei sich. Naja, wir nehmen auf jeden Fall mal alles mit. Dann schauen wir weiter. Nun gut. Stell das mal bitte hier hin. Und ja, ohne Schilde kommen wir wirklich nicht aus. Das nervt wirklich gewaltig. Ich frag mich, wie sich's die von... Wie heißen die nochmal? Vom Payload vorgestellt haben. Also gut, eine Schildblase hierhin, eine hierhin. Damit müsste das Wesentliche hier geschützt sein. Dann kommt noch eine hierhin. Nicht, dass mir die Tanks um die Ohren fliegen. Das wäre nicht so toll. Hierhin, ich hoffe mal, dass es symmetrisch ist. Dann bräuchten wir hier hinten noch was. Hier und hier. Und vielleicht da oben. Na komm, haust dahin. Ach so, du hängst da fest. Nun gut, da können wir es nochmal direkt testen gehen. In der Nähe ist nochmal ein Gegner. Den können wir durchaus nochmal angreifen. Hoppala. Nein. Du hierhin. Und du hierhin. So, wo steckt denn der? Na gut, räumen wir uns hier mal den Weg frei. Ah, guck mal, da ist er ja. Der hat schon mal zwei, drei direkte Treffer einstecken müssen. Und ist dann auch erledigt? Nö. Das war's dann aber. Na komm, alles mal mitgenommen. Naja, ein paar Design-Elemente fehlen da noch. Ganz klar. So sieht es ja noch ein bisschen schäbig aus. Aber die Feuerkraft ist auf dem Punkt. Ist ja auch schon mal was wert. Pam, papam, papam, papam. Na komm. Ich muss doch sagen, auch wenn noch die Designelemente fehlen, es sieht doch relativ schick aus. Naja, haben wir da auf unserer Start- und Landebahn auch noch ein, zwei Ziele, die sich platt machen lassen wollen? Ich glaube, ein paar Designelemente können wir ja in der nächsten Folge auch noch platzieren. Fahren wir hier mal dicht an der Base vorbei. Wow, 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 wow. Guck mal. Da steht ja einer irgendwo. Ach, da vorne. Und er ist erledigt. Und das aus dem einfachen Grund, weil unsere Zielerfassung so gut funktioniert. Habt ihr die roten Punkte auf dem gesehen? Das war die Zielerfassung. Wenn die erstmal loslegt, dann bleibt kein Auge trocken. Moment, meine Railguns sind weg. Oh.
Das waren die fehlenden Blöcke. Naja, komm, die bringen wir noch gleich mal mit an. Keine Zeit verlieren. Ich habe mich schon gewundert, was das ist, was da fehlt. Nee, das waren nur die Zweier, oder? Weißt du was? Wir machen es diesmal andersrum. Nämlich... So. Dann kommen die Railguns weiter in die Mitte. Dann können hier nochmal ein paar Railguns hin. Dann haben wir deutlich mehr Feuerkraft. Ich glaube nicht, dass die Railguns hier in den Schilden drin sind. Das sollte man direkt korrigieren. Powerblöcke. Kommt noch ein Schild hier hin und noch ein Schild hier hin. Um hundertprozentig auf Nummer sicher zu gehen. Und warum saugst du nichts auf? Streitet ihr euch um eure Blöcke? Das muss nun wirklich nicht sein. Weißt du was? Du kommst hier mal weg. Achso, du willst hier hin. Verstehe. Und damit wäre das auch geschafft. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir mal, dass wir hier noch das eine oder andere Design-Element anbringen können. Und dann werden wir eventuell unsere Base abreißen und irgendwann einen sicheren Ort verlegen. Oder wir bleiben einfach mal hier und gucken blöd. Denn es wurde ja nochmal vorgeschlagen, dass wir nochmal am Hubschrauber arbeiten. Genauso wurde vorgeschlagen, dass wir hier halt so viele Teile montiert haben von unterschiedlichen Kooperationen. Deswegen spawnen hier auch 500.000 unterschiedliche Gegner. Ja. Also da, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.